Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Audio Experts. Mein Name ist Sascha Reckert und heute zeige ich euch die Vorteile der Altima-Membrane. Die Membran eines klassischen Tieftöners und Mitteltöners ist verantwortlich für die Übertragung eines elektrischen Signals in ein mechanisches. Das, was wir hören können, ist eine mechanische Schwingung der Luftmoleküle um ihre Ruhelage. Das Ziel bei der Schwingungserzeugung ist, dass die Membran so genau wie möglich dem elektrischen Signal folgt. In der Lautsprechertechnik ist es so, dass Membrane bei bestimmten Frequenzen mechanisch nicht mehr stabil sind und in Eigenschwingungen aufbrechen. Das heißt nichts anderes, als dass einige Töne dem Original hinzugefügt werden und der Frequenzgang stark verfälscht wird, wobei einige Frequenzen auch noch viel zu lange nachschwingen. Daraus ergeben sich einige Grundanforderungen an eine Lautsprechermembran: hohe Festigkeit, niedriges Gewicht und Resonanzarmut. Jedoch widersprechen sich diese Eigenschaften physikalisch, sodass ein möglichst guter Kompromiss gefunden werden muss. Die Altima-Membran besteht aus einer Legierung aus Aluminium, Titan und Magnesium. Diese Legierung ist extrem steif bei niedrigem Gewicht. Die unvermeidliche Resonanzanfälligkeit findet aber erst deutlich oberhalb des Nutzbereiches statt, sodass sie problemlos akustisch vollständig ausgeblendet werden kann. Das Ergebnis ist ein glatter Frequenzgang und geringe harmonische und nicht harmonische Verzerrungen. Einem ungetrübten Musikerlebnis mit Dynamik und Sauberkeit steht bei der Verwendung unserer Altima-Membran somit nichts mehr im Weg. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch über Lautsprecher wissen wollt. Ihr könnt euch auch persönlich informieren. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu den Quadralpartnern.